Schraubenzieher. Also die Chance ist da für Mark Johnson, wenn er da trocken durchkommt. Dann könnte es sein, dass Marquez da abtauchen muss. Bislang ein ganz eigenartiger Kampf hier. Kaum Risiko hier auf beiden Seiten. Aber Marquez hat bislang noch gar nichts gezeigt. Johnson nicht viel, aber Marquez gar nichts. Manager von Mark Johnson, Cameron Duncan, ist übrigens felsenfest davon überzeugt, dass sein Schützling, der ist hier, ist auch zum ersten Mal hier Probleme bekommt. Da hat Marquez einmal aufgedreht und schon fängt er an zu wanken hier, Johnson. Und genauso muss er es machen. Rafael Marquez, jetzt blüht er auf, jetzt deckt er Johnson mit einem Schlaghagel ein. Wieder gute Treffer, links, rechts. Geht doch. Er schläft ja 2,5 Runden vor sich hin und dann wacht er auf und sofort gibt's hier Saures für den Ex-Weltmeister. Wir haben den Satz zu Ende zu bringen. Cameron Duncan, der Manager von Johnson, ist überzeugt, dass sein Schützling auch in höheren Gewichtsklassen, also im Bantamgewicht, ganz groß rauskommen würden, auch dort Weltmeister werden wird. Kann schon sein, aber erstmal muss er diesen Rafael Marquez hier besiegen. Und er hat ihm mal ganz kurz angedeutet, zu was er fähig ist. Also selber etwas überrascht worden hier. Hat er seinen Gegner eingelullt, 2,5 Runden lang, hat den Kampf auch bestimmt. Und dann ging es auf einmal die Post ab. Hier nochmal die gute Aktion von Rafael Marquez. Tja, und schon schaut man hier etwas fröhlicher rein. Bin ich mal gespannt jetzt, ob Marquez da weitermacht, wo er die letzte Runde aufgehört hat. Eine Ermahnung hier von Robert Gonzalez an Mark Joseph Johnson, hier etwas sauberer zu boxen. Marquez ist Nummer 7 bei der WBC, 8 bei der WBA, 5 bei der IBF und 6 bei der WBO und Johnson 8 beim World Boxing Council, 6 bei der World Boxing Association, 7 bei der International Boxing Federation und der World Boxing Organization ist Johnson im Bantamgewicht die Nummer 4.
Weltmeister heißen. Vera Polsa, Prom, WBC, WBA, Heidi Moya, IBF, Tim Austin und WBO, Maurizio Martinez. Ja, und jeder dieser Weltmeister käme natürlich auch für eine Titelverteidigung gegen den Sieger dieses Kampfes hier irgendwann mal in Betracht. Gute Deckungsarbeit von Marquez. Nach wie vor ist Johnson der agilere Mann. Naja, da brauchen Sie nicht aufregen, mein Gott. Da gibt es im Profi-Boxen andere Sachen, die moniert werden könnten. Aber Marquez ersetzt ja, wenn er mal trifft, die sauberen, die harten Schläge, die harten Treffer. Die Schläge jetzt hier von Johnson viel zu kurz, das hat man gut gesehen. Zweimal abgezogen, zweimal kurz vor der Nase geendet von Marquez. Natürlich auch gefährliche Situationen hier, wenn sie so mit den Köpfen aufeinander zurauschen. Kann es da doch zum ein oder anderen Cut kommen. Und da schaut etwas finster rein, dieser Too Sharp Johnson. When you pull inside, you're throwing everything away. The guy's throwing. Don't try to hit him on his head. Let him throw his body. I'm holding behind the head. Got a chance to get away. Right, 2 and 3 jabs, Mark. See, you're making me with the brick. Turn your feet around. The man ain't gonna do nothing till you do a squat. I can play with him with the jab. Yeah, play with him. Yeah, but you gotta do it. All night long. Yeah, but you gotta go hit him with something. Speed. You hit him with nothing. Put him in. Es ist immer wieder satt, ja, die Arbeit in der Ringecke zu beobachten, Abraham Johnson. Ein recht engagierter Mann. Ja, und Johnson soll ja mehr zum Körper gehen, noch mehr arbeiten und seinen Jab einsetzen. Und ich denke, das Gleiche hat Rafael Marquez mit auf den Weg bekommen. Für mich ist er nach wie vor noch etwas zu zurückhaltend. Der Mann aus Mexico City. Mark Johnson stammt aus Washington. Und er kam mal knallhart da durch. Sofort wackelt er. Johnson setzt nach. Wieder die linke und die rechte zum Kopf von Marquez. Da muss doch der Ringrichter noch zu Boden und da hatte alle Mühe hier, Johnson einzufangen. Aber ich hätte doch da ein bisschen mehr den Kampf beruhigt. Aber wenn er mal Blut geleckt hat, dieser Too Sharp Johnson, dann gibt es ihm eben keine Halten mehr. Ob da ein Ringrichter nun dazwischen liegt oder nicht, vollkommen egal. Gute Runde hier vom Ex-Weltmeister. Er sollte da nicht zu unachtsam werden. Da waren auch 2, 3 gute Kopftreffer jetzt von Marquez dabei. Ja, eindeutig die beste Runde hier, Nummer 5. Endlich mal was geboten, da ist Action drin. Schlag auf, schöner Uppercut wieder von Johnson. 2, 3 Mal die rechte nachgezogen. Jetzt wollen sie es wissen. Oh, da hat er Probleme gehabt, dieser Rafael Marquez. Und da haben wir wieder gesehen, das beste Kind hat er nicht. Thank you.
Sofort hier die Anfeuerungsrufe für Johnson. Too sharp, too sharp. Und in dieser fünften Runde hat er tatsächlich super scharf geboxt. Marquez wird froh sein, wenn hier die nächsten 10 Sekunden rum sind. Da haut er nochmal nach dem Gong. Der Mann aus Mexico City, aber das zeigt auch, dass er hier etwas frustriert ist. Marquez muss jetzt endlich auf.